Hallo zusammen, ich bin Tibor von MSI und das hier neben mir ist nicht etwa ein spaciger Helm, sondern unser niegelnagelneuer Aegis Gaming Desktop PC. Aegis ist nämlich das Schild der griechischen Götter Zeus und Athene und Symbol ihrer göttlichen Macht. Etwas profaner geht es hier jetzt weiter, aber mit dem Aegis. Ha! Hassa! Werfen wir einen Blick auf dieses schmucke Stück Gaming Power. Schon satt gesehen? Wir auch nicht. Also drehen wir nochmal eine Runde um das spektakuläre Samurai Alien. Nach den beiden MSI Nightblade Gaming PCs, Nightblade MI2 und Nightblade X2 mit 10 respektive 16 Litern Volumen, Hashtag ultraklein, kommt der Aegis in einem immer noch sehr schlanken Formfaktor mit nur 19,6 Litern daher. Das außergewöhnliche Design kann sich auch hinten sehen lassen. Perfekt für alle, denen eine biedere viereckige Kiste mit aufgeklebten Plastikelementen wie bei vielen üblichen Gaming-PCs zu langweilig ist. Bevor wir den Aegis öffnen, sehen wir uns mal eben das Podest an, auf dem er steht. Das ist nämlich nicht einfach nur ein Ständer, sondern beinhaltet auch das 80+ Bronze zertifizierte Netzteil. Was sagt das dem geneigten PC-Gamer? Richtig! Das Netzteil wird extra gekühlt und gibt die erwärmte Luft auch außerhalb des Gehäuses wieder ab. Stichwort Kühlung, nicht nur das Netzteil hat seinen eigenen Luftstrom, sondern auch die Grafikkarte. Die zieht die Luft seitlich an und gibt sie direkt am hinteren Ende des Gehäuses wieder ab. Die CPU und die restlichen Komponenten werden nach demselben Prinzip gekühlt. Extra Kühlung ist extra gut. Hier wird die Luft vorne eingesaugt, strömt über die Hardware und wird in einer weiteren Kammeröffnung oben und auch nach unten wieder abgegeben. Den Aegis gibt es in verschiedenen Ausstattungen mit schnellen Prozessoren bis Intel Core i7 und Grafikkarten bis zu GTX 970 aus unserer eigenen Schmiede. Der Grundsatz der Konzeption: erstens umhauen, zweitens Aufrüstbarkeit, drittens umhauen. Selbstverständlich lassen sich Grafikkarte und Co. auch problemlos selbst wechseln und das System somit sehr einfach aufrüsten. Und weil wir immer noch nicht genug von diesem abgefahrenen Design haben, zeigen wir es nochmal im Detail. Vorne haben wir, wenig überraschend, die Front. Die ist allerdings dank Mystic Light per Software individualisierbar. MSI Feuerrot, MSI Eisblau, MSI Giftgrün, MSI Eigelb und Co. mit verschiedenen Beleuchtungseffekten. Check. Apropos Software. Zum Aegis gibt es unter anderem unser Gaming LAN Tool und eine XSplit Gamecaster Premium Lizenz für ein ganzes Jahr. Premium ist auch das Sound dank Nahimic Audio Enhancer 2.0. Warum haben wir den Aegis überhaupt so kompakt konzipiert? Weil wir es können. Aegis, weil Gaming geil ist.